DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V., ist eine gemeinnützige und selbstständige Wasserrettungs- und Nothilfeorganisation. Grundsätzlich arbeitet sie nur mit ehrenamtlichen freiwilligen Helfern. Mit über 1,6 Millionen Mitgliedern und Förderern in rund 2000 Ortsgruppen ist sie die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt. Sie finanziert sich fast ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und ehrenamtlicher Tätigkeit der Mitglieder in deren Freizeit, zum Beispiel wenn es um die Absicherung von Veranstaltungen geht. Aufgrund der derzeitigen Situation sind viele wichtige Veranstaltungen dieses Jahr abgesagt worden, weshalb diese Einnahmen für das Jahr 2020 fehlen. Deshalb ist man mehr denn je auf Spenden angewiesen. Im Burgenlandkreis gibt es drei dieser Ortsgruppen, in Naumburg, in Weißenfels und in Zeitz. Wird ein Einsatz im Wasserbereich gemeldet, wird auch die DLRG informiert. Dies geschieht über die Leitstelle, die die DLRG nachfordert. Dann bekommen in Weißenfels drei Personen einen Warnton auf ihren sogenannten Piepser. Die restlichen Mitglieder werden im Einzelfall dann über eine Warn-App informiert. Mitglieder der DLRG sind darin geübt, Personen im Wasser zu retten oder diese aus bestimmten Situationen zu befreien. Die DLRG-Ortsgruppe Weißenfels-Hohenmölsen e.V. fördert das Wissen seiner Mitglieder durch regelmäßige Trainingsdienste, die mehrmals im Monat stattfinden. Trainiert werden dabei das Schwimmen unter schwierigen Bedingungen, Retten von Personen, Bauen von Seilbrücken oder auch Maßnahmen der Ersten Hilfe. Zwar arbeiten die verschiedenen Ortsgruppen im Katastrophenschutz zusammen, aber in der weiteren ehrenamtlichen Arbeit haben die Mitglieder in Naumburg zum Beispiel ein großes Augenmerk auf die Präventionsarbeit in Kindergärten gelegt. Zusammen mit dem Maskottchen Nobby werden die Kinder sozusagen wasserfest gemacht. Aufgrund dieser Präventionsarbeit sind die Opfer von Badeunfällen im kleinen Kindalter nachweislich zurückgegangen. Außerdem verfügt die Ortsgruppe Naumburg über eine eigene Tauchergruppe. Auch hier muss regelmäßig trainiert werden. Die Trainingsdienste finden oft auch zusammen mit anderen Ortsgruppen oder Feuerwehren aus dem Burgenlandkreis statt. Aber nicht nur bereits erlernte Techniken werden trainiert, sondern auch spezielle Ausbildungen organisiert. So zum Beispiel die Ausbildung zum Strömungsretter. Die Mitglieder lernen dabei, Personen bei starker Strömung aus dem Wasser zu retten. Doch egal über wie viel Wissen die einzelnen Mitglieder verfügen, es kommt immer darauf an, im Team zu arbeiten. Nur durch Teamarbeit kann ein Einsatz erfolgreich sein. Du möchtest auch Teil dieses Teams werden? Dann werde Lebensretter bei der DLRG.